Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Test von der Star Wars Battlefront Beta. So, wir spielen jetzt mal in den Multiplayer. Und ja, die Sachen sind noch nicht in der Beta mit drin. Wir spielen erstmal Drop Zone. Und ja, gucken wir. Oh, das geht aber. Wenn das jetzt schon die Mitspieler sind, dann geht das Join echt schnell. Oh, sehr nice. Das Matchmaking scheint anscheinend sehr schnell zu funktionieren. So, ich hoffe, mein Internet macht da mit. Das kann ich ja gleich noch ein bisschen ansprechen, warum ich das sage. So, gucken wir mal, was wir hier haben. Sieht doch ganz solide aus. Ja, haben wir eh noch nichts anderes. Okay. Jetzt sehen wir hier so... jetzt wird uns ja ungefähr so das Spielziel erklärt. Ich denke, wir gehen einfach mal rein. Starten mal. Ja, und sind jetzt auch schon drin. Okay. Das ist ganz nice. Ich spiele jetzt momentan, also ich habe jetzt quasi die Beta gerade gestartet. Ich spiele jetzt momentan für die Standard-Grafikeinstellung, die so... ja, für mich jetzt hier eingestellt sind. Ich denke mal, das wird ja je nach PC, also werden da ja andere Standardeinstellungen drin sein. So, die sind von uns, oder? Ja. Scheint, okay. Friendly Fire hat er gerufen. Gut. Muss mal gucken, ich weiß jetzt gar nicht, wie man hochfliegt und so. Das würde ich dann für die nächste Folge mal nachgucken. Nice, und den ersten haben wir schon. So, die Waffen, die haben ja kein Magazin, die überhitzen das irgendwie gleich schon. Oh ne, wir sind gleich auch tot. Ja, und da sind wir tot. Settings, so, ich stelle erstmal, nein, nicht Video, Audio. Stelle ich erstmal ein bisschen runter, damit man mich ein bisschen mehr versteht. So, jetzt können wir mal gucken, was hier standardmäßig eingestellt ist. Sieht ja schon mal ganz gut aus und alles auf hoch. Gibt's da noch Ultra? Ich möchte nur mal eben gucken. Ja, gibt's. Aber ich denke mir, wir lassen das mal auf dem Hoch erstmal stehen. V-Sync würde ich aber ganz gern anhaben. Ja. Also ich bin mal gespannt, ob es auf Ultra... also es fühlt sich so jetzt sehr flüssig an. Ich habe mir jetzt gerade die Framerate nicht eingeblendet. Aber, oh, es gibt Fallschaden. Ich müsste echt mal gucken, wo ich dieses Jetpack habe. Das gucke ich vielleicht beim nächsten Tod mal. So, aber auf jeden Fall... der hat uns mies geholt. Auf jeden Fall... was wollte ich jetzt sagen? Egal, ich gucke erstmal, wie man das Jetpack benutzt. Das hier irgendwo steht. So. V. Scheint hier nicht mitzustehen. R-Vehikel. Naja, ist ja auch egal. Spielen wir erstmal ohne. Oder vielleicht haben wir auch eine Klasse, die das nicht kann. Ich weiß nicht, ob das jede Klasse kann mit dem Jetpack. Egal. Auf jeden Fall, ja, das sieht auf hoch auf jeden Fall schon ganz hübsch aus und läuft super. Das finde ich sehr gut, weil ich habe ja vorher so ein bisschen geguckt. Also es sind ja die Systemanforderungen, sind ja... oh, wir laufen aus dem Dings raus. Oh ne, hoffentlich kommen wir rechtzeitig. Okay. Ich kenne halt die Map noch nicht, deswegen wusste ich jetzt nicht, dass das quasi die falsche Richtung ist. Aber egal, wir laufen jetzt einfach geradeaus. Oh, da ist einer. Okay, haben wir. Da hinten ist noch einer. Den holen wir uns gleich noch. Ja. Naja, auf jeden Fall hat EA ja quasi kurz vor der Beta, und wir werden direkt beschossen. Schlimm sowas. Die Systemanforderungen bekannt gegeben für
Die höchsten Stufen braucht man eine GTX 79 und 16 GB RAM. Welcher Prozessor empfohlen wurde, weiß ich jetzt gerade nicht. Und für die niedrigste Stufe 8 GB RAM und eine GTX 660. Also, was für als niedrigste Einstellung schon echt ziemlich ordentlich was ist. Ich bin mal gespannt, ob hier irgendwo... So, hier, das sind so Power-Ups. Ich weiß jetzt noch gar nicht, was ich habe. 4, ich drück mal 4. Power-Up used. Was habe ich denn? Ist auf jeden Fall keine Waffe oder sowas. Okay, den holen wir. Was man auf jeden Fall auch schon aus den ersten Testberichten gehört hat, also von GameStar, gucke ich ja persönlich sehr viel, quasi jedes Video, was sie auf YouTube haben und sonst noch ein paar Artikel und so. Und die hatten schon gesagt, dass man besonders auf Headshots und so achten soll. Das soll wohl besonders viel Schaden machen im Vergleich zu, wenn man auf Körper schießt. Da hatten die echt so ein Video, wo die das gegenübergestellt haben quasi. Einmal auf, quasi nur auf den Körper geschossen, einmal nur auf den Kopf, und da liegen echt, scheinen Dimensionen vom Schaden zwischen zu liegen. Ja, und ich habe jetzt mit Dropzone erstmal angefangen, weil die lieben Leute von der GameStar gesagt haben, dass das ein relativ, ich sag mal offensiv, was ist das für ein Teil? Okay, habe ich mir schon gedacht, dass das sowas in der Art sein wird. Auf jeden Fall haben gesagt, das ist quasi so ein Modus, ja, wo halt alle so zum Mittelpunkt rennen quasi. Und ja. Und dann mal, also wo sich halt das dann so das Gefecht bündelt und dass hier halt so schnelle Konfrontationen sind aufeinander. Und ich glaube, das hat ein Zeitlimit von 10 Minuten. Wenn man oben auf die Uhr guckt, kommt das hin. Also das hat ein Zeitlimit von 10 Minuten. Und ja, sind deshalb, ich sag mal, so ganz kurze, knackige Runden. Kann man das so nennen? Ihr wisst, was ich meine. Ich sehe gar keine... Ah, da, von da hinten kommen die. Ne, von hinten wurde ich auch angeschossen. Okay. Das haben wir gerade so überlebt. Wir stehen hier relativ weit oben. Zumindest gerade war es so. Sind natürlich leichter sichtbar und angreifbar, aber wir können uns dadurch besseren Überblick verschaffen. Deswegen denke ich, zwischendurch kann man das auf jeden Fall mal machen. Oh, da oben ist einer. Und da sind auch noch ein paar mehr. Oh, und da hat einer eine Granate geworfen. Okay, jetzt sollten wir echt... Ja. Ich wollte erst sagen, gucken, dass wir so ein bisschen... ja. Naja. Man kann ja wohl auch... Ah, das ist nice. Okay. Ich habe gerade mal geguckt, was auf dem Mausrad liegt, weil das liegt eigentlich auch auf V, ne? Ja. Das finde ich sehr angenehm, dass das auch auf dem Mausrad ist, weil ich mir so Nahkampfangriffe meistens aufs Mausrad umlege, weil ich das persönlich ganz angenehm finde. Naja, auf jeden Fall. Ich überlege gerade, ich wollte noch irgendwas erzählen. Oh, ich scheine jetzt direkt beim nächsten zu sein. Deswegen Drop Zone, die Dinger kommen hier runter und dann können wir die mit E. Ach, können die einnehmen? Ah, okay, und jetzt müssen wir den verteidigen. Gut, wir werden schon beschossen. So wie es aussieht. Ich sehe nur nicht genau von wo, okay. Kam ja von um die Ecke oder so ähnlich wahrscheinlich. Ja, man kann irgendwie wohl auch in die Third-Person-Sicht wechseln. Aber weiß ich jetzt nicht, auf welcher Taste das liegt. Was ganz gut ist, die Verzögerung ist sehr gering, weil es ist bei mir momentan schon, das wollte ich noch erwähnen, bei dem Internet so, dass, also, darüber hat unser Anbieter uns in Kenntnis gesetzt quasi, nachdem wir nachgefragt haben, warum das so schlecht ist in letzter Zeit. Und zwar haben die wohl deutlich mehr neue Kunden, als sie erst gerechnet hatten, und die Leitungen sind noch überhaupt nicht ausgebaut. Also, was heißt überhaupt nicht, also nicht auf diese Menge ausgerichtet. Und, oh, schade, er war noch so gut wie tot. Ich stand 6-8. Ja, als für die erste Runde, denke ich, ist es in Ordnung. Und deswegen... Ah, das ist auch cool, dass angezeigt wird.
Auf jeden Fall, die Leitungen sind halt darauf nicht ausgerichtet und deshalb abends überlastet, weil da meistens ziemlich viele Leute im Internet sind. Jetzt haben wir Donnerstagabend, da geht's vielleicht noch, aber Wochenende ist schon schlimm teilweise. Da kommt dann von dem Internet, was wir eigentlich haben, vielleicht so ein 300stel an und das ist teilweise nicht wirklich übertrieben, sondern wirklich ungefähr das leider. Er wird sich nochmal bedankt, dass sie die Beta spielen. Lieben gerne. Ich habe mir auch das Spiel schon vorbestellt. Schon vor einem Monat oder so. Haben wir den jetzt auch? Können wir uns den holen? Oder was ist hier das Problem? Ich weiß es nicht genau. Ne, das ist ja den wir standardmäßig haben, oder? Egal. Den können wir uns aber holen. Ja, das ist diese Detonationsbombe, die man vorhin schon gesehen hat. Now it did your hand, okay. Ah, okay, gut. Schön. Das ist natürlich jetzt. Ich habe ja schon ziemlich viel Battlefield gespielt, aber es ist so von den Aufbau her natürlich jetzt so ein klein bisschen anders. Aber es soll ja auch kein Klon sein, deswegen ist es auf jeden Fall cool. So, ich muss echt mal gucken, wo das so ist mit in die Sicht umwechseln oder sowas. Ob das hier irgendwo mit beisteht. Okay, mit 1 bis 4 können wir diese Sachen auslösen. Ah, C ist das. Ich überlege gerade, ob es irgendwas gibt, wo man das vielleicht besser drauflegen könnte. Wobei C, man soll ja nicht aus Versehen drankommen. Doch, ich glaube, C ist schon ganz gut. So, gucken wir mal, dass wir in die nächste Runde mit reinkommen. Jetzt probiere ich das mal aus. C, es passiert nichts. Doch, jetzt ist was passiert. Ah, okay, man muss länger gedrückt halten. Und da kann man sogar auch noch die Seite aussuchen. Also länger gedrückt halten, um rauszukommen und dann einmal kurz, um quasi zwischen der Seite zu switchen. Okay, das ist ganz nice. So, dann gucken wir mal, wie jetzt die Runde wird. Jetzt möchte ich auf jeden Fall eine positive KD haben, ist ja klar. Oh. Okay, da war ich gerade ein bisschen verwirrt. Aber wir scheinen jetzt auf der anderen Seite zu sein. Was ja auch durchaus Sinn macht, dass das gewechselt wird. Und gleich haben wir. Ja. Da ist unsere Waffe überhitzt, und da wollte ich noch hier hinter. Aber das haben wir nicht mehr geschafft. Okay, jetzt sieht schon relativ schlecht aus. Oh, und wir sind aber in der Unterzahl. Ah, über einen Kill ist es noch. Lalalala. Wo ist der hin? Nee, warte. Ah. Ich wollte gerade noch die Granate werfen. Ich finde echt irgendwie, dass es. Ich fand das echt angenehmer, auf die Sturmtruppen zu schießen. Weil ich finde, die sieht man teil. Also die Gegner sieht man jetzt teilweise ein bisschen schlecht, weil die ja in diesen Brauttönen gekleidet sind. Das finde ich echt ein bisschen. Doof, das fand ich vorher irgendwie angenehmer. Weil weiß setzt sich halt ganz gut aus jetzt bei diesen kleinen Weiß-Dingern. Hier setzt sich das ganz gut ab. Okay, vielleicht sollten wir ein bisschen auf Distanz bleiben. Was ich auch noch überhaupt gar nicht einschätzen kann, ist, wie gut welche Waffe ist momentan.
Aber das kommt so mit der Zeit. Denke ich mal. Okay, hier hinten ist er. Warum rennt der Typ weg? Wir müssen da hin. Ich sehe momentan noch keine Gegner. Den hole ich mir. Bin ich da gerade durchgelaufen? One Hit. Okay, mit einer... Okay. Kann man mal machen. Ja. Die haben ja... Ja. Der von gerade gönnt sich auf jeden Fall den Damage. Ich glaube, das war auch der jetzt, weil der hatte, wenn ich das in der Karte richtig gesehen hatte, diese Sniper Rifle als Zweitwaffe oder so ausgerüstet. Die scheint extrem gut zu sein. Ich will jetzt eigentlich gar nicht auf meine KD gucken. Da würde ich mich nur für schämen, glaube ich. Okay, und wir werden... Oh, nee. Ah. Der ist aber ein bisschen langsamer, habe ich so das Gefühl. 2-6. Naja. Habe ja noch 4 Minuten. Wer weiß, was da noch so passiert. So, hier ist so ein Power-Up. Oh ne, Buch. Habe ich gerade ein bisschen. So. Ich glaube, das ist der mit der Rifle, der Typ. Aber wir kriegen auch schon direkt ganz gut Damage. Ach, das kann doch nicht sein. Haben wir mit der Granate einen bekommen? Sieht danach aus. Und die lädt sich auch auf. Okay, das ist schön. Ach, das kann doch nicht sein. So knapp. Aber ist echt auf jeden Fall ein sehr hübsches Spiel. Und... Okay. Es ist ja schade, dass man das Level von denen nicht sieht, weil ich glaube, die spielen das schon länger als halt gerade eben. Hier dieses Seil, habt ihr da ja auch gesehen, ne? Diese, ich weiß gerade nicht genau, wie die hieß. Aber auf jeden Fall diese Rifle, die ist echt... Mann. Das mit der positiven KD können wir vergessen momentan. Guck mal, was bringen hier diese Teile? Die sammle ich auch gar nicht mehr. Ah, ich habe hier was auf der 4. Was ist denn das? Oh, nice. Okay. Den müssen wir mit Bedacht einsetzen. Okay. Also, falls jemand nicht mitbekommen hat, den habe ich bekommen durch irgendein Power-Up, was ich eingesammelt habe. Dadurch haben wir den einen getötet und der andere hier ist auch relativ... Okay, und kriegt von hinten noch Unterstützung. Schade. Ja.
Der war gerade eben auch schon ziemlich gut. Hatte ja die meisten Kills in der Runde gerade. Und wir haben gerade eben viel mehr Geld bekommen. Naja gut, ich würde sagen, wenn euch das gefallen hat, dann schaut da bei der nächsten Let's Test Folge wieder mit rein. Und natürlich beim Let's Play. Es wird dazu auch ein Let's Play geben. Wie gesagt, ich habe mir das ja vorbestellt. Und ja. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Die KDs waren jetzt nicht so gut, aber man muss sich ja erstmal so ein bisschen ins Spiel reinfinden. Wird vielleicht in der nächsten Folge besser. Und dann würde ich sagen, macht euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.